So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ich habe mal in einem Video gesagt gehabt, dass wir mal zum Vergleich mal gerne ein anderes Auto mal da hätten. Es geht um Thema E60. Ihr kennt ja die Kundenstory, das letzte Video. Und jetzt hat sich ein Manuel bei mir gemeldet. So, jetzt gucken wir das Auto mal kurz mal an. Der Manuel und dann Marvin. Wie? Marvin. Marvin, so. Das ist dein Auto. Das ist mein Auto, ja. Du hast dich gemeldet, hast gesagt, du bist der Überzeugung, dass dein Auto blitzblank ist als ein E60. Blitzblank, ja. Der ist schon ein bisschen alt, aber... Ja, was ist das für ein Baujahr? 2006. Okay, das heißt, es ist ein gleiches Baujahr wie der. Ja, 2006. Ja. Dann ja. So. Hat er erstes Facelift. Ja. Ist rein deutsches Auto? Ja. Gut, und das wollte ich jetzt wissen. Wie viele Kilometer hat er gelaufen? 112.000, jetzt 113.000. Ich habe dir 112 gesagt, der hat jetzt 130. Und das für einen 530 Diesel? 530 Diesel. Das ist aber komisch, eigentlich komisch. Kennst du heute keinen Diesel mehr. Es ist alles außer, nachweisbar. Außer es war erste Handauto. Es war erste Hand bei BMW. Ja. Da wurde, glaube ich, 70.000, 80.000 Kilometer gefahren. Bei BMW? Bei BMW. Im Werk? Oder Autohaus? Autohaus wahrscheinlich, okay. Ja. Okay. Und dann hat ein Rentner gekauft, 2012, glaube ich. Und der ist dann nicht mehr viel gefahren? Und der ist nicht mehr viel gefahren. Der wollte einfach Diesel, wie mein Vater damals auch. Der wollte immer Diesel, obwohl er nicht viel gefahren ist. Ja. Ja. Das ist aber immer dieses Tanken, 900 Kilometer fahren. Weißt? Das ist egal, ob die Steuer hoch ist. Ja. Ich guck mal, also, darf ich mich... Warte. Also, du brauchst Schlüssel nicht. Also vom Außenzustand her sieht er gut aus. Von innen sieht er sogar sehr, sehr gut aus. Ja. Auch Lenkrad. Und das ist, also ich hätte das Auto sogar unter 100.000 Kilometer geschätzt, wenn ich das Auto so anschaue. Ja, tatsächlich auch. Ich habe auch gedacht, das wird wahrscheinlich schon alles original sein. Ja. Eine Kilometer her, aber wer weiß man ja. Nee, kann ja auch 12 oder so. Heutzutage. Ja. Nee, ist wirklich auch relativ gut ausgestattet, sage ich. Ne? Ja. Bloß kein M-Paket. Das kommt noch. Okay, das machst du nachträglich. Das, ja, das muss ja auch Felger kriegen und tiefer muss ich auch. Wobei mittlerweile, ich sag's dir offen ehrlich, klar, M-Paket hin oder her. Ja. Wenn du die Dinger tiefer legst und Räder drauf machst, sieht es aber mit dem Nicht-M-Paket nicht falsch aus. Du ich kannst ihn gar nicht so tief machen. Das ist ein Allrad. Deswegen ach, auch noch. Deswegen kannst du, glaube ich, 30 mm oder so. Ja, ich glaube. Aber ich würde zuerst Fahrwerk und Felgen machen, bevor du ein M-Paket machst. Ja, glaub mir. Felgen sind ja billig, also von dem her. Ja. Kannst du auch mal den Motorraum aufmachen? Ja. Das heißt, der wurde auch immer gepflegt bei BMW? Ich hab das auch noch von dem Händler, weil der alte Herr gestorben ist. Ja. Und von dem Händler, der hat es immer gepflegt. Also ich habe ihn zwar ein bisschen geputzt, aber ich habe ja. Nicht. Alles gut, alles gut. Im Prinzip wollen wir jetzt mal ein Auto vergleichen. Ich habe ja einmal den hier da, 2006, mit 160 gelaufen. Innen und außen. Da muss ich sagen, der ist jetzt aktuell ein Tick sauberer, weil bei mir ist nur der Sitz und der Himmel hängt. Ja, aber das, es kommt das von ist der, bei dem nicht der Fall. Weil Japan, da wo du herkommst, siehst du auch am Dach, Hitze hat. Ne? Und wenn du Hitze hast, hängt der Himmel immer relativ schnell. Ist rein Garagenfahrzeug, der ist beim Rennen immer eine Garage gelandet. Sieht man auch. Aber was mich am meisten interessiert, ist der Unterboden. Ja, den könntest du angucken. Ich habe jetzt nur beim Kauf kurz drunter geguckt, aber in so einem Schnitz. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Und du sagst Garagenwagen? Ja, das Garagenwagen. Okay. Gut, dann darf er eigentlich nicht viel haben. Und vor allem bei der Kilometerleistung heißt es auch, dass er im Winter nicht viel gefahren ist. Wahrscheinlich hat er. Wahrscheinlich, ich glaube mal, dass der vielleicht 3000 Kilometer ungefähr so im Jahr gefahren ist. Okay. Er hat aber auch immer Service gemacht, er hat Ölwechsel gemacht, alles, obwohl es eigentlich nicht so nötig war. Okay. Ja gut, alles. Manche, wenn nicht viel gefahren ist, bei meinem M3 CS ist es genauso. In 2 Jahren 1500 Kilometer und ich muss Ölwechsel machen. Ja, eben. Der hat jetzt, doof, aber ist so. Der hat im November letztes Jahr einen Ölwechsel gekriegt und seitdem hat man 1000 Kilometer. Okay, okay. Dann würde ich zuerst mal sagen, dann nehmen wir ihn mal hoch und gucken ihn mal an. Also von außen sieht er wirklich tipptopp aus. Ja. Bin gespannt, ob ein deutsches Auto mit der Kilometerleistung so ein gepflegtes Fahrzeug. Ich habe dich ja extra gefragt, wie viele Kilometer und das und jenes. Dann gucken wir ihn mal an. Du kannst mal geradeaus reinfahren und dann nimmt ihn mal der Basti hoch. Und dann können wir es nochmal mit unserem vergleichen. Wir können es aber mit meinem vergleichen, der 60 haben soll aus Japan. Mal gucken, ob er besser ist. Ich weiß nicht, wie er jetzt von unten aussieht. Also ist jetzt nicht der Vergleich für weltweit, sondern ein gepflegten E60 von unten würde ich gerne mal sehen. So wie er jetzt aktuell ist. Darf ich sagen, was du gerade einen Job ausübst? Du studierst gerade, ne? Ja. Er wird ein TÜV-Prüfer. Dann brauche ich mein Auto gar nicht wegbringen, weil eigentlich wollte ich mal wirklich den E60 nur mal ausscheißen zum ADAC-Check bringen oder zum TÜV Süd. Ja, weil das wird ja hoffentlich nichts sein. Also das ist jetzt als Vergleich sogar ein sehr, sehr guter Vergleich. Ne? Ja, also das habe ich schon gedacht. Als deutsches Auto. Ne? Ja, ihr habt den jetzt alles seit 2-3 Wochen. Ach so.
Ich dachte, wenn du jetzt da gerade Video machst dazu, dann muss ich nicht weiter. So, wir müssen bedenken, wir reden hier von einem 18 Jahre alten Fahrzeug. Genau, ne? Deswegen kann auch nicht perfekt sein. Nein, aber für ein 18 Jahre altes Auto sieht der so, wenn ich im Großen und Ganzen so drüber gucke, sehr, sehr gut aus. Aber wir vergleichen ja nur diese negativen Sachen. Wenn was etwas gut ist, ist ja gut. Ne? Aber jetzt guck mal hier zum Beispiel. Ja. Deine Anhängerkupplung hier komplett Halter. Um Gottes Willen, ich will dein Auto nicht schlecht machen. Ja? Aber alles gut. Hier dein Stabi löst sich ein bisschen auf. Ja. Ist aber, also nochmal, wir reden das Auto nicht schlecht. Wir vergleichen es nur. Ja. Ne? Wir vergleichen es mit zwei gleichen Autos und zwei gleiche Baujahre. So, aber so im Großen und Ganzen, wie das hier, das ist alles nichts für das Alter. Irgendwas muss ja sein. Ja. 100%. Die sieht ein bisschen alt aus. Diff, typisch. Ja, das ist immer so. Ja, aber Antriebswelle kann man glauben, weil ich habe einen Ordner mit 10.000 Euro Rechnung. Moment, genau, da wollen wir ja noch mal was zu sagen. Ja. Du hast große Reparaturen an dem Auto. Der Vorbesitz hat große Reparaturen. Der Rentner, oder? Ja. Wahrscheinlich. Also circa 10.000 Euro. Was war das ungefähr? Es ist von Öl bis Antriebswelle war jetzt, glaubst du. Ja, aber Antriebswellen sind neu. Ja, weil das Allradgetriebe wohl öfters Probleme macht. Wurde da was gemacht von der Werkstatt? Was weiß ich jetzt leider, oder? Aber was ich sagen muss, hier, alles blitzblank. Ne? Das ist typisch, normal. Ja. Aber die sind auch alle, ich glaube, dass das sogar neu reingekommen ist, so wie es hier aussieht. So wie es aussieht, ja. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass es nach 16 oder 18 Jahren so aussieht noch. Also fast so gut. Neu sind sie nicht. Welche? Die nicht, aber die hier sind neu, die Schrauben. Ja, die Schrauben. Durch hier Kontaktkorrosion und dann sieht es etwa aus wie hier. Wenn du genau. Jetzt hier einmal stark dran ziehst, ja. Dann ist der weg. Ist das Loch groß, deswegen haben sie da große Schrauben, Unterlegscheiben. Klar, hier wieder Stabi. Ja. Hier die Achsschenkel. Dämpfung, so sieht alles gut aus. Also nichts Dramatisches für alles. Also keiner darf über das Auto jetzt irgendwas Negatives sagen, theoretisch. Ne? Das sind jetzt hier alles wirklich für 16 Jahre. Die vorderen Antriebswellen sind aber nicht neu, oder? Nein, glauben wir die. Obwohl, guck mal die Schelle mal an da. Trotzdem relativ neu aus, ja. Ja, die Schelle sieht neu aus. Die ist jetzt nur eingestoppt. Ja, ich glaube, die ist auch neu. Die ist nicht neu. Hier vorne ist Ding. Bist du sicher, dass die Schelle nicht neu ist? Nee, denke ich nicht. So sieht sie nach 16 Jahren nicht aus. Wenn das ein Garagefahrzeug war und der gute Mann vielleicht so oder so kaum bei Schnee gefahren ist mit Salz oder sowas, sondern wenn es viel war, Regen gesehen hat das Auto und so sieht es für mich aus. Und vielleicht auch der Pflegezustand oder der gute Mann dann das Fahrzeug wirklich gepflegt oder pflegen hat lassen, dann könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das noch die ersten Antriebswellen sind. Im Großen und Ganzen. Noch so Oberfläche, Anrostung. Ja, es ist nichts Gravierendes, wenn man sich da in halt naher Zukunft drum kümmert. Hier an den Kanten noch. Ne? Ja. Da musst du einmal mit der Bürste vielleicht mal drüber und alles mal ein bisschen nochmal behandeln. Dann hast du da auf jeden Fall lange, lange Ruhe. Klar. Wie kommst du auf so einen E60 530 Diesel? Ich habe davor einen X1 gefahren und ich fahre jeden Tag so 240 Kilometer. Jeden Tag? Ja. Oh, okay. Also gesamt 240 Kilometer? Ja, so genau. Okay. Und dann war mir halt so ein X1 irgendwie doch zu langweilig, weil du kannst nichts dran machen. Dann dachte ich, so ein 5er ist cool. Ja. Hatte ich schon. Ja, da habe ich mir gedacht. Wobei das Lager sieht nicht schlecht aus, ne? Da oben auch ein bisschen. Also es ist jetzt auch nur oberflächlich da oben, ne? Ja, hier. Ist das? So. Da ist noch ein bisschen was, wo mehr ist. Aber das müsste man sich, wenn dann, anschauen. Ja. Aber ich meine, Auto schlimm, ist 18 ja. Jahre alt. Ne? Ja. Ja, wenn man was sucht, dann findet man immer was. Nein, also. Aber so im Großen und Ganzen, wenn ich da drunter schaue, für 18 Jahre tipptopp. Für ein deutsches Auto, wo jetzt ab und zu mal vielleicht im Winter gefahren ist. Ne? Quietscht da schon beim Einfedern? Da darf man fragen, oder würdest du sagen, was der gekostet hat? Ungefähr? Oder ist eher nicht? Der kostet ungefähr so viel wie deiner. 10? Ja, ein bisschen mehr. Ja, aber ist ein guter Preis dann. 11, ja. Ja, aber ist ein guter Preis für einen 530er Diesel, weil mit der Kilometerlaufleistung kriegst du keinen. Ja. Vom Autohändler? Ja. Ich habe jetzt keine Garantie drauf, weil er es auch privat verkaufen wollte. Ja, ja. Okay. Das brauche ich, glaube ich. Ja, gut. Da war, eigentlich wirst du damit kein Problem haben. Aber es ist ein guter Preis für die Laufleistung, für einen Diesel. Ja. Gut. Kein M-Paket, kein das, kein jenes vielleicht, aber trotzdem. Ja, wenn die andere um das Geld 200.000 Kilometer hin? Oder 300.000? Ja, ja, weiß ich ja. Aber ja, ganz ehrlich, wenn das ein M-Paket gewesen wäre, hätte der auch locker 3.000, 4.000 Euro mehr gekostet. Ja, das mindestens. Ja. Definitiv. Dann hast du dein Auto jetzt auch mal von unten gesehen? Ja, nochmal. Jetzt weiß ich, was Obwohl, du hast ja
genau. Also wenn du es auf Dauer Ruhe haben willst bei sowas, dann würde ich da hergehen und einmal das mal auf jeden Trockenei strahlen, weil dann ist die Oberfläche rostbar weg. Ja, so ein Stabi kann man ja auch mal neu machen, also das ist ja nicht... Stabi ist ja normal, das kommt auch immer wieder. Kannst auch pulvern und dann hast du auch deine Ruhe. Ja. Das stimmt. Aber sonst die ganzen Abdeckungen, sowas, also ist alles blitzblank hier, ne? Sowas. Aber wie gesagt, viele Sachen sind da auf jeden Fall neu gekommen. Wenn du sagst 10.000 Euro, dann ist da auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das nur Technik war oder auch so optische Sachen. Ich glaube nur Technik. Nur Technik am Motor? Ja. Bremse ist neu. Ja, die sind neu quer seit ein paar Kilometer. Das ist Verschleiß. Also, ja, das sind Verschleiß. Aber ich finde die Karosse sehr, sehr sauber. Karosse ist sehr, sehr sauber, ja, definitiv. Weißt du, was mich an grüne E60 immer erinnert? Und zwar? Immer Zivilpolizei. Immer. Tja. Grün BMW E60 war immer, vor allem in Rosenheim bei Bayern. Da stehen sie immer am Straßenrand. Jedes Mal, wenn ich vorbeifahre, steht da ein E60. Ja, ich dachte mir halt, grün, da fährt ein Grün. Fahrt alle in dieser Schwarz, Silber oder Grau. Also grün sieht schon eher. Bei mir wäre wegen der Farbe ausgeschlossen. Ich finde grün geil. Vor allem E34 in grün sieht geil aus. Das wäre gedacht, E60 in grün ist auch geil. Ja. Nee, jetzt in Verbindung mit dem Paket und so sieht es wieder ganz frisch aus. Ja. Gut, dann holen wir den Silbernen rein und dann gegebenenfalls mal nochmal als Vergleich. Ich weiß es nämlich gar nicht, wie der schwarze E60 war, der 540er. Wobei der Japaner, der hat jetzt wie viel? 100? 113. Der von mir hat jetzt 100, also der hat 164 oder 163. Das heißt, der hat 50.000 Kilometer mehr wie der. Und der andere hat wiederum 50.000 Kilometer weniger wie der. Ja. Also, ein Mann-Vergleich. Also mich interessiert sowas ja auch selber immer. Ihr könnt euch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn eure noch sauberer ist wie der, wobei der schon sauber ist. Ja. Also in E60 in dem Zustand ist schon eher seltener. Auf jeden Fall. Also gehört es zu den guten Modellen. Und wir haben einfach von der Stange aus Japan was gekauft, muss man dazu sagen. Jetzt kommt der raus. Bist du neugierig, was wie der andere rundherum aussieht? Obwohl, du hast die Videos gesehen, ne? Ja, aber im Vergleich zu dem schwierig. Du hast ja direkten Vergleich dann, ne? Ja. Also. Jetzt dann, ja. Gucken wir mal, holen wir einen anderen rein. So, wir haben jetzt den Silbernen wieder auf der Bühne. Du bist ja, wie gesagt, TÜV-Prüfer. Besser kannst du eigentlich nicht sein. Das sieht super aus. Und es ist nicht Trockeneis gestrahlt, nichts sauber gemacht, gar nichts. Das ist so, wie er aus Japan kam. Leute, das ist schon viel wert, dass da nichts rostet. Oder nicht. Also nicht. Bisschen hier auch, ja. Aber dafür siehst du so im Allgemeinen auch diese Lagerung da oben. Ja, weißt, genau. Da siehst du auch nichts. Und Stiff sieht auch besser aus als bei mir. Also aber ganz ehrlich, wir machen hier nicht Japan-Autos gut, um Gottes Willen. Ich weiß, dass es auch schlechte Autos dort gibt. Ja. Hab selber die Erfahrung gemacht. Und ich weiß, dass da auch die Autos auch Kilometer runtergedreht werden. Mhm. Habe ich auch meine Erfahrung schon gemacht. Wenn jemand sagt, in Japan sind die besten Autos, ist es völlig gelogen. Ja, es gibt gute Autos, aber es ist nicht alles so. Das kann gut möglich sein, dass wenn du zum ersten Mal wagst, was kaufst, dass du voll in die braune Brühe reinlangst. Ne? Aber es kommen auch gute Autos. Du merkst aber die Benotungen, was sie dort haben, die genauen Benotungen. Ja. Jein, ja. Es stimmt auch nicht immer, was da drin steht. Also deswegen, ich rede Japan nicht gut, ich will es aber auch nicht schlecht, aber viele, viele, viele Menschen da draußen übertreiben es, indem sie sagen, die besten Autos. Siehe 107er SL. Ja, rosttechnisch steht ja schon viel besser da, das müssen wir sagen. So, und das ist das halt, das, was ich meine. Ja. Weißt du, guck mal, also es ist jetzt hier nichts, wo du vielleicht an der einen oder anderen Schraube vielleicht was hast, hat der jetzt zum Beispiel gar nichts. Ne? Ja. Auch diese Kanten. Ja, die Kanten sehen besser aus, ja. Auch wenn wir zwischendrin überall reingucken, guck mal, diese Schrauben sind alles noch original. Ja. Weißt du, wenn du bedenkst, und das ist auch noch auf jeden Fall original. Ja. Haben wir irgendwo, vielleicht Vorderachse, hat man schon ein Tierlicht dran. Siehst du auch der Schenkel hier, der Träger und alles? Ja, das kriegst du in Deutschland halt nicht wirklich. Also, ja. Klar. Aber kein Schlange suchen. Ja. Das, also in 18 Jahre altes Auto so. Wenn du nur auf sowas achtest, dann. Da brauchen wir nicht reden. Ja. Ich wollte jetzt einfach nur einen Vergleich haben, weil der Kunde damit zum ADAC gehen wollte. Ja, das. Und dann denke ich mir. Eher weniger. Aber ich sag dir auch eins: selbst der ADAC-Check würde was aufschreiben. Ja. Definitiv. Die Frage ist dann halt, was es ist und wie. Ja, aber sie gehen nicht mit einem leeren Blatt nach Hause. Könnte ich schwören und ich würde das auch nachher nochmal machen. Ich würde einfach mal zum TÜV Süd fahren und das einfach mal checken lassen, was die dazu sagen. Und auch hier,
runter. Du siehst hier nirgends auch diesen Bodenblech, weißt? Ja. Tu den einmal mal Trockeneisstrahlen, das Ding ist neu. Also zu schön brauchen wir es nicht reden, aber ist ein Unterschied da? Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, wie der 45er von unten aussah. Deswegen habe ich den Schlüssel in der Tasche. Ja, wenn die Batterie nicht leer ist. Nimmt man gleich den Booster mit. Eine Booster ist gerade unterwegs. Ja gut. Aber dann ist die Frage jetzt, um das Geld, den oder meinen? Ja gut, ist ein Benziner. Ja. Also ein 530 Diesel, brauchen wir gar nicht drüber reden, ist es ein der beliebtesten Fahrzeuge, was es gibt, ja, weil die Dinger laufen, 400.000, 500.000, ja, wenn sie pflegst und machst und tust. Viele Leute sagen, nein, ich brauche einen Benziner, ich brauche ein bisschen Klang, ja, ich fahre nur ein bisschen damit rum, ich brauche keinen Diesel und der verbraucht auch nicht so viel. Ja, das stimmt. Und auf der Autobahn lässt er sich auch echt wunderschön fahren. Ich bin ja, wie gesagt, 250 Kilometer schon damit zum Raab gefahren und zurück. Mhm. Und jetzt bin ich gespannt, wie der andere aussieht. Das Dumme ist, ich weiß, ich habe es ja drunter gesehen, aber ich habe es vergessen. Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Vor lauter Autos. Ja, vor lauter Autos weiß es halt nicht mehr, welcher wirklich gut war. Aber den hatte ich relativ gut in Erinnerung. Ne? Ich werde wahrscheinlich sowieso die Räder mal runter machen, Basti, bei dem. Früher oder später. Die 19er runter machen. Die Original 18 haben wir ja auch schon gepulvert. Die bestücken mit Reifen, weil dann kann ich das Auto noch günstiger abgeben, weil die Felgen sind gefragt. Geil, ja. Die Felgen kriegst du, also die sind ja auch frisch gemacht worden, aber Kombination ist seltener. Meistens sind das immer 8,5 und das sind 8,5 und 9. Keine Ahnung, lass 1500 Euro sein, dann kann ich das Auto um 1500 Euro billiger verkaufen. Ha? An oder Eltern. 1500 Euro ist mega. Dann kann ich das Auto günstiger verkaufen ohne die Felgen, mit 18 Zoll M-Paketfelgen. Ne? Und von außen hat er die zwei Macken, die hast du gesehen gehabt, das ist ja einmal... Also mit den 18 Zoll sehe ich das Auto dann bei 8,5, würde ich ihn zum Beispiel abgeben. Hier die Macke und ich glaub, vorne an der Stoßstange. Guck mal, du weißt ja sogar auch alles hier. Aber hier. Ja, trotzdem 18 Jahre, also bitte. Gut, Scheinwerfer neu, Rückleuchten neu und Himmel hängt immer noch. Ja. Der hat sich auch das nicht mehr, ist so schlimm. Der hat sich auch nicht hochgezogen. Wobei ich hier sagen muss, da ist deiner von der Innenausstattung. Hier im Vorsitze schon. Ja, und das ist halt das Problem bei Sportsitze. Bei Komfortsitze kriegst du wahrscheinlich nicht, also ist der Verschleiß, glaube ich, nicht so hoch wie Sport. Durch die Erhöhung. Weißt du, du rutschst ja da rein und durch die Erhöhung hast du das Problem. Ja. Komfortsitze ist richtig geil. Und was bei deutschen Autos natürlich nicht passiert, dass deine Gummidichtungen, die waren alle weg bei uns. Ja, das habe ich gesehen, ja, schneid mal. Ja. Die waren, bei mir ist es so. Gab es keine mehr. Holen wir jetzt mal den Fünfer rein, da bin ich mal gespannt, wie der jetzt noch aussieht. Jetzt haben wir den dritten E60 drin. Der noch keinen TÜV hat? Ja. Ich habe probiert, aber ich krieg mit dem Bodykit keinen TÜV und mit dem Topf zehnmal nicht, weil Blanco. Aber der Sound ist halt mega. Ja. Ja, angenehm, also nicht zu laut. Der steht übertrieben, das ist super. Und man hört halt, dass es ein V8 ist. So, jetzt nehmen wir den auch. Gut, der steht jetzt natürlich mit dem Fahrwerk, Gewindefahrwerk und mit den Felgen auch top da. Ne? Aber hast du mal innen reingeguckt? Sieht was aus. Da hat der auch diese Komfortsitze drin, also keine Sportsitze. Ja. Guck mal rein. Ne, der hat keine Komfortsitze. Also normale Sitze. Ja. Sieht auch gut aus. Für 60. Facelift. Also Facelift. Ja, Facelift-Umbau. Ist kein Facelift. Das ist auch ein 2,6er. Doch, steht ja, das war ein Facelift. Junge, du siehst ja, hier an den Kühlgriffen siehst du auch. Ja, das siehst du auch. Stimmt. Schalthebel. Das war auf jeden Fall ein Facelift. Dein silberner war Umbau. Das silberne ist fake. Ja. Was ist denn das für ein Bau? Dann ist es ein 2,8er. Ich glaube, das ist ein 2,8er oder 2,9er dann. Doch, verraten. Nicht mehr 35 Diesel. Doch, verkaufe. Kein Diesel mehr. Ja, wenn du aber 240 Kilometer am Tag fährst, das ist... Ich nix. Nach dem Studieren tust du immer Schulden abzahlen, was du tankst hast. Ich glaube mal 400 Euro mehr BAföG und dann beantragen. Was haben wir an dem gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Vorne die Federbeine, weil sie die KW, weil die vorderen Federbeine, die waren platt. Haben wir irgendwelche Lager oder haben wir irgendwas gemacht? Bin ich mir gar nicht sicher. Wir haben auf jeden Fall Zündkerzen für den noch da. Ah, den haben wir noch nicht gewechselt? Beim anderen haben wir Ventildeckel und so Zeug gemacht. Ja, ne? Wir haben noch ein bisschen was für den da. Einfach Serviceumfang im Prinzip, aber... So, das meine ich mit Blankotopf, ne? Also... Gar nichts drauf. Nein. Und das halt nur ab hier hinten halt, ne? Also Rest ist alles noch Serie. Und wenn wir den jetzt vom Zustand her angucken, er ist ein bisschen frischer wie der silberne. Aber auch nicht großartig, ne? Da hat der Stabi gar nichts.
Ja, Leaf sieht genauso aus, aber ich glaube, so ein Leaf sieht nach 30.000 Kilometern schon so aus. Schlimm, ja. Aber wenn du den Unterboden, ach, der ist ein Spur nochmal sauberer, ne? Siehst doch, was es ausmacht, ob Deutschland oder Japan. Ist ja echt schlimm. Alles, alles blitzblank aus hier. Mal auch hier. Oh, da irgendwas schmiert da noch. Ach, das ist noch vom vorher, das gell? Das ist noch vom Alderfahrwerk. Vom Alderfahrwerk, wo alles so zappert hat. Ja, das kriegt schon mal nicht richtig weg. Ja, außer mit Trockeneis, ne? Wahrscheinlich. Ja, hier auch, hier irgendwo noch so zappert ein bisschen rum. Ne? Ja. Mal auch hier, wie das so alles noch neu aussieht. Ja, oh, da gibt auch schon Geist. Schon wieder. Das Hauptproblem ist, du hast in Japan keinen Diesel zu kaufen. Warum? Die fahren keinen Diesel. Ich glaube, von 1000 Autos sind vielleicht mal ein Diesel zufällig mal dabei, aber normalerweise nur Benziner. Du kriegst gar keinen Diesel. Gab es die auf dem Markt bei denen dann? Oder woran? Frag mich nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Also ich habe oft nach dem Diesel geguckt, aber ja, da habe ich nachgefragt und das hat geheißen, vergiss das Diesel. Gerade so SQ7 oder sowas habe ich mal geguckt gehabt, weißt du? Aber ja, gibt's nichts. Guck mal, wie das da alles da drin aussieht, ne? So schaut es hier, ja. Und wenn du von hier mal reinguckst. Ja, das sieht aus wie Neuwaage. Guck mal, mit ihren TÜV-Lämpchen, da kommen sie schon. Bist du auch TÜV-Prüfer? Kfz-ler. Ei, ja, ja, okay. Kann man nichts sagen, ne? Ne. Auch guck mal hier. Das finde ich hier halt echt. Also du findest kein Rost am Blech. Und die als 45er sind halt nochmal gefragter. Klar gibt es da noch diesen M5 davon, aber so ein 45 ist definitiv ein gefragtes Auto. Als Umbauer, ne? Zwar kriegst du da Ertrag, aber trotzdem. Was? Den Waldumbau. Ah ne, da ist jetzt meine Überlegung, ob ich da ein M-Paket draus mache, weißt du? Ja. Gibt es ja auch so, da weiß ich aber noch nicht, welches M-Paket, weil da gibt es anscheinend gute und nicht gute. Also ja, ABS zwar, es gibt anscheinend wirklich gute und nicht gute, da muss ich mal gucken, was für ein M-Paket, weil so geht es auf jeden Fall nicht beim TÜV. Oh, ich glaube nicht mit dem Spoiler. Ich glaube, das könnte ich vielleicht noch durchkriegen, aber Heckstoßstange geht nicht, Front sowieso nicht und Endtopf geht nicht. Ja. Aber Felgen und Fahrwerk ist safe, ist ja Originalfelgen. Ja. Und KW-Gewinde gab es ja auch und daher überhaupt kein Problem. Fahrrad war bei dem Auto dabei, bei der Auslieferung oder wie? Bei dem Umbau. Der kam hier an. Ja. Wie war das? Dann haben wir den hochgehoben, dann haben wir die ganze Brühe da gesehen gehabt. Der ist hier angekommen und bei Probefahrt machen hast du schon gesagt, der Vorderachse. Der ist so gehoppelt vorne. Ja. Genau, dann bist du hier reingefahren und hast gebremst und hat man schon gesehen, dass wie der hoppelt, ja. Und dann waren die vorderen Dämpfer durch und KW ist halt cool, du kannst da die Nummer, was da draufsteht, durchgeben, dann sehen sie genau, wann es produziert wurde. Das Fahrwerk war dann von 2009, also sprich auch schon fast 15 Jahre alt. Ja. Zwar nicht viel gelaufen und dann haben sie, also nicht alles auf Kulanz, so Teilkulanz halt, ne? War ja immer noch froh, dass es einen Teilkulanz gab. Ne? Aber normalerweise sage ich nach 15 Jahren, hey, wer weiß, also, wie er damit gefahren ist. Aber nur vorne. Also KW war eigentlich dabei und die Felgen habe ich hier von meinem Spender von einem M6 draußen. Ja. Wobei M6 und M5 war glaube ich, gleiche Größe. Das sind, glaube dieselbe Felgen. Dieselbe Felgen, ja. Die wollten zeitlang niemand, weiß ich noch, weil die hatte ich auch sehr, sehr viel auf Lager. Auch teilweise neue oder neuwertige. Aber heute... Heute will sie jeder. Ja. Das ist echt schlimm. Weil du alles wieder auf OEM so umbauen willst. Weißt du, alles so M-Paket und die Felgen drauf. Und vielleicht ist der Zuschauer ja auch dabei hier. Ich bin in die Türkei gefahren und dann stand so ein schwarzer E60 tief mit diesen Felgen an der Tankstelle. Mit einem deutschen Kennzeichen. Also irgendwo in Serbien oder so war das. Junge, ich habe meinen Kopf verdreht und meine Frau hat schon gedacht, wo guckt denn der hin? Weißt du, weil ich so meinen Kopf verdreht, aber ich habe es für ein Auto getan. So positiv aufgefallen, das Auto. War aber garantiert ein 5. Also ich glaube, dass die jetzt die E60, die nächsten sind, E39 geht ja schon nach oben. Ja. Ja, vor allem die gepflegten Fahrzeuge mit M-Paket. Und ich glaube, das ist der Next Level. Und eigentlich hätte ich gerne Sportsitze, wobei du in den Sitze auch sehr gut sitzt. Das sind die Seriensitze, ja. Sind es ganz normale Seriensitze? Es gibt dreierlei Arten, ne? Ich glaube, es gibt nur welche, die sind halbautomatisch. Die sind ja vollautomatisch. Ja, ja, elektrisch, ja. Ja. Und deine sind Komfortsitze? Meine sind Komfort. Hi. High Level? Ja, du kannst dann noch aktive Sitze bekommen. Ja. Das ist dann, wenn du eine Kurve fährst, dass sich die Achso, da Lehne, drückt, ja, wie bei AMGs. Und Sitzbelüftung. Habe ich leider nicht, aber. Und Massage. Ja, und Massage, aber du kannst nicht alles haben. Bei gewissen Sitzen kannst du oben das Schulterteil von das der Lehne verstellen. Das ist beim Komfortsitz. Also Komfortsitz hat die meisten Funktionen? Ja. Okay.
da aktiv. Ein Sportschütze bist du sportlicher. Ja, aber Komfort ist ja auch Sportauflage, also für Beinauflage schon. Ja, und der hat Stühle. Der hat Sofa. Sofa, ja. Was denkst du jetzt? Warst du eigentlich der Überzeugung, dass deins besser aussieht? Ja, für ein deutsches Auto ja. Der sieht gut aus für ein deutsches Auto. Aber da siehst du halt. Der sieht schon von untergepflegt aus. Ja. Oder, ja, du hast halt kein Salz. So. Deswegen sieht es besser aus. Und warme Länder, aber hast einen hängenden Himmel halt, ne? Das hab ich nicht. Hab ich das bei dem auch? Garantiert. Sonderausstattung, guck. Ja, also beim A8, beim A8 finde ich, das sieht gut aus. Das sieht so aus wie so Wolke, weißt du? Da ein Sternenhimmel dann einfach, oder? Nee, gut, in dem Fall jetzt nicht. Ich zeige ihn auch nochmal so. Alles, guck mal, die ganze Türverkleidungen, ist alles im Prinzip auch wie neu, ne? Ob Rücksitz überhaupt mal jemand gesessen ist? Wahrscheinlich, ja. Nee, der hängt nicht. Aber ist halt auch nicht dunkel, ne? Aber heller Himmel, ne? Ja, bei Köln-Paket. Und dann noch ein bisschen Holz und so. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt jetzt mein Fall, aber... Ja, weil Holz ist geil. Ja. Echt? Ja. Bei mir ist auch Holz drin. Nein. Holz gehört im Wohnzimmer auf dem Boden. Ja, was denn sonst schnell? Aluminium ist okay. Alu, von mir aus schwarz, Piano... Das sieht wieder billig aus. Schwarz, Glanz? Ja, weil das jeder macht. Jeder kauft sich so Folie für 10 Euro, macht sie drauf. Ja, aber nein, ich meine jetzt so richtig dieses extrem schwarz Hochglanz lackiert, ne? Ja. Hatte auch die Lenkung? Nee, gell? Keine Ahnung, aber der hat das, ich glaube das 8 HP. Nein, hat er nicht. Hat er nicht? Doch. Weil der hat den anderen Schaltknopf. Aber Moment, die Leute haben aber damals reingeschrieben extra, 8 HP hat der noch nicht gehabt anscheinend. Also nee, der hat 6 Gänge, aber der hat Schiss Upgrade. Das kann sein, das ist... Das neuere Getriebe, aber 6 Gang. Ja, dann ist wahrscheinlich dann ja, ist 6 HP, also aber ist, neue Modellgeneration. Genau, aber kein 8 HP auf jeden Fall. Ah ja, ich sehe es, der bleibt in neutral. Der bleibt, ja? Der bleibt in neutral, ja. Mach mal Lenkung einschlagen. Ah doch, Tisch. Hat auch nicht. Ja, das ist die Aktivlenkung. Also hat nichts mit M-Paket zu tun. Der hat ja kein M-Paket. Nein, der hat kein M-Paket, aber... Nee, das ist, glaube ich, die Aktivlenkung, die das macht. Aber die Aktivlenkung ist Hinterachse oder so? Nee, hat er keine. Du hast ein elektrisches Lenkgetriebe. Also bin ich der Meinung. Weil, 100%. Und ihr könnt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare mal reinschreiben, ob wir auch noch ein Auto von uns hier, was wir auch aus Japan haben, vielleicht mit was anderem nochmal vergleichen. Was haben wir noch aktuell hier? Eier haben wir noch da. Ja, die ganzen Rechtslenker. Ja. Stimmt. Der 1er war ja auch blitzblank, ne? Ja. 1er war auch wunderbar sauber, ja. Ja. Also da ist jede Schraube ist aufgegangen, da ist nichts abgerissen, war nichts schwergängig oder sowas. Ja. Ja. Also ich hätte vielleicht schon noch Bock, in Japan vielleicht hin und wieder vielleicht was zu kaufen, wenn ich da immer wieder reingucke, reizt mich da vielleicht schon das ein oder andere Auto, obwohl ich jetzt seit Monaten nicht mehr reingeguckt habe. Brauche aber auf jeden Fall vor Ort dort, dass die bestimmten Autos auch wirklich nochmal angeguckt werden, nur grob angeguckt werden, ob das halbwegs hinhaut, weil bei den Bildern mit den Pixeln wie von Nokia 6210, was auch in der Auktion hat, die Bilder drin stehen, kannst vergessen. Du kriegst hinterher, nachdem du es gekauft hast, nochmal schöne Bilder, wahrscheinlich von dem iPhone, mit ein bisschen höherer Auflösung und dann siehst du die Mängel, aber dann ist eigentlich schon zu spät. So, an die Jungs nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch den Weg gemacht habt. Vielen Dank, ja. Ist für alle ein schlaues Thema oder was uns jeden interessiert, so Vergleiche, ihr haut mal in die Kommentare, vielleicht habt ihr ein Auto, was ich auch habe, was wir einfach mal vergleichen können. Typisch jetzt zum Beispiel, ich habe noch eine S-Klasse da hinten mit 100 gelaufen, ne? Aus Japan. Mhm. Ich habe eigentlich noch viele Sachen aus Japan, aber ja. Was auch ein cooler Vergleich ist, so ein E92 oder E93 mit knapp 100.000 Kilometer habe ich die aus Japan, der schwarze und der weiße, wäre auch so ein Auto, wo ihr sagt, gepflegter E92, dass man die mal von unten auch mal vergleichen können. Wo es wenig gibt. Wie bitte? Wo es wenig gibt. Die gibt es ja so oft nur mit wenig Kilometer. Gibt es nicht mehr viel, ja. Und wenn, dann sind sie teuer. Und das ist halt, vielleicht interessiert euch dann vielleicht doch was in Japan zu kaufen oder eher doch nicht. Ja, wie auch immer. Also nochmal vielen Dank fürs Kommen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.